Ich erzähle euch heute was zu CC-Lizenzen, the good, the maybe not so good and the copy and paste licenses. Und ich muss sagen, ich mag die 5-Minuten-Termine. Und vielleicht denkt ihr euch, du warst noch nie hier. Das stimmt. Ich habe mir die immer auf YouTube angeschaut und habe dort bemerkt, dass da in den Notizen drin steht CC by NC ND 4.0. Und das fand ich nicht so gut und dachte, ich rede hier drüber in 5 Minuten. Wer könnte jetzt nicht so ganz so sicher erzählen, was das überhaupt heißt, was da drunter steht? Okay, super. Sonst hätte ich nur 3 Minuten gebraucht. CC heißt, gehört zu den Creative Commons Lizenzen. Die Creative Commons ist eine Organisation, die sich ehrenamtlich darum kümmert, dass wir Jura studieren müssen, um Sachen frei zu lizenzieren. Gibt es seit 2001, aktuell in der 4. Version. Die haben richtig tolle Lizenzen. Das ist einmal CC BY. CC BY sagt, ich muss den Namen nennen von denjenigen, der vorne steht. Dann gibt es noch, wenn ich was wiederverwende, zitiere, da rumpacke. Es gibt CC BY SA, das heißt, ich muss den Namen nennen und wenn ich damit irgendwas mache, muss ich das auch wieder frei lizenzieren. Das ist so die Incest-Lizenz, wo es heißt, freies bleibt frei. Und es gibt noch sowas wie Public Domain, das ist im Deutschen ein bisschen schwierig. Im deutschen Rechtsprechung heißt das so viel wie, ich verzichte darauf, dass mein Name genannt wird, wenn ihr das hier weiterverwendet. Dann gibt es so Sachen, die sind nicht ganz so gut und ich erkläre dann später auch, warum. Es gibt CC by ND. ND heißt, lass das Ding in Ruhe, fass es nicht an, mach es nicht kaputt, du darfst es weiterverwenden, aber du darfst es nicht verändern. Es gibt CC by NC, heißt auch, nenn meinen Namen, also by heißt immer, nenn meinen Namen, NC, non-commercial, mach kein Geld damit. Und es gibt CC by NCSA, das ist nochmal kompliziert, das heißt, ich darf es nicht, ich muss den Namen nennen, ich muss es... Ich darf nicht Geld damit machen und ich muss, wenn ich damit was mache, das wieder muss ich quasi das auch wieder frei lizenzieren. Unter der Lizenz. Und dann gibt es so eine Lizenz, die heißt CC by NC ND. Das heißt, ich darf kein Geld damit machen und ich darf nichts verändern. Das heißt eigentlich nur, du darfst kopieren und weiter verschenken. Warum sind die Sachen jetzt nicht so gut, die ich da jetzt nicht so gut hingepackt habe? Das liegt... Bei mir ein bisschen vom Hintergrund. Ich kümmere mich viel um Open Educational Resources. Open Educational Resources heißt, ich arbeite in einem Bildungsbereich und möchte da gerne mit freien und kostenlosen Sachen hantieren. Und die Lizenzen, machen das nicht so leicht. Wir verstehen als offen, Wissen ist offen, wenn jeder darauf frei zugreifen kann, es nutzen, verändern, teilen kann, uneingeschränkt, höchsten Maßnahme, die Ursprung und Offenheit des Wissens bewahren. Das ist die Open Definition von der Open Knowledge Foundation. Und da sind 2 Sachen drin. Das eine ist, wenn jeder, und das andere ist verändern. Bei verändern ist es wahrscheinlich am offensichtlichsten. Die ND-Lizenz erlaubt das nicht, das zu verändern. Deswegen ist die nicht so gut. Wenn man jetzt mit Lehrkräften redet, dann reden die von zeitgemäßer Bildung. Die wollen die Kinder dazu bringen, dass sie die 4K richtig beherrschen. 4K steht für Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken. Das kann man besonders gut machen, wenn man Sachen selber macht. Und das kann man nicht machen, wenn man Sachen nicht verändern darf. Es gibt den NC-Teil, nicht kommerziell. Das ist eine Sache, die klingt immer total gut, ne, dass damit niemand weiter Geld verdient, aber das hat ein Problem. In Deutschland gibt es kein Fair-Use-Konzept. Das heißt, ich kann nicht einfach was nehmen und das für Bildungsbereiche sehr super gut einfach nehmen. Mit dem kommerziellen Begriff haben Initiativen Probleme wie Volkshochschulen, wie private Bildungsanbieter, selbstständige Trainerinnen und Trainer, die ein Honorar nehmen. Auch ich arbeite für die Technische Hochschule Lübeck. Wir arbeiten mit der OnCampus GmbH zusammen. GmbH ist kommerziell. Das heißt, wenn wir einen kostenlosen Kurs machen wollen, ist NC ein Problem für uns. Gut, was wollte ich damit sagen? Man könnte über die Lizenzen drüber nachdenken. Vielleicht ist es ja gut, das NC wegzulassen oder das ND wegzulassen. Mir würde am ND wahrscheinlich mehr sogar liegen als an dem C. Das Wichtigste, was ich dabei finde, ist, dass man eine bewusste Entscheidung trifft. Weil gerade mit dem Non-Commercial, das klingt total super, ne, dass damit keiner Geld machen kann. Aber es behindert Einrichtungen wie die Volkshochschule oder private Bildungsanbieter, Trainerinnen und Trainer. Diese Entscheidung einfach mal überdenken und bewusst zu treffen, weil letztendlich verurteile ich auch niemanden deswegen, weil er eine Lizenz will, die nicht frei ist. Dankeschön. Danke.